Die Interzoo in Nürnberg ist die größte Heimtiermesse der Welt. Hier werden alle 2 Jahre die neuesten Trends einem interessierten Fachpublikum vorgestellt. Die Dose Aquaristik KG präsentiert hier eine Vielzahl neuer Produkte auf 170 Quadratmeter Fläche. Mit ihren verschiedenen Marken deckt Dose den gesamten Bereich der Süß- und Seewasseraquaristik ab. Auch im Bereich Terraristik bietet man inzwischen ein Vollsortiment an. Ganz neu im Sortiment ist der Dupler Plantest. Das Interessante an dem Dupler Plantest ist, dass dem Endverbraucher erstmalig ein Hilfsmittel an die Hand gegeben werden kann, um festzustellen, ob seine Düngekonzentration im Aquarium ausreicht. Das Problem ist immer, wenn man zu wenig düngt, kümmern die Pflanzen. Wenn man zu viel düngt, entsteht Algenwuchs. Und mit diesem Plantest kann man genau feststellen, ob die Düngung in der Konzentration richtig ist. So hat man einerseits ausgeschlossen, dass Algen im Aquarium entstehen und andererseits, dass Pflanzen nicht kümmern, weil zu wenig gedüngt ist. Haben Sie hier irgendeinen speziellen neuen Wasseraufbereiter erfunden oder wie machen Sie das, dass die beiden Arten hier zusammengehalten werden? Das sind wir hier auf der Interzoo schon einige Male gefragt worden. Nein, es ist nicht so, dass wir einen neuen Wasseraufbereiter erfunden hätten oder die Skalare ans Seewasser gewöhnt hätten oder die gelben Doktorenfische ans Süßwasser. Wie geht das dann? Wir haben einfach auf einen Trick zurückgegriffen und haben eine Scheibe diagonal ins Becken eingeklebt. Wenn man so ganz genau auf den Bodengrund schaut, dann sieht man, das Licht ist hinten noch ein bisschen dunkler. Die Kante ist etwas verräterisch. Aber wenn man das nicht sofort sieht und kommt, nähert sich von vorne im Aquarium, schaut also auf die Fische drauf, ohne auf den Bodengrund zu schauen, dann meint man tatsächlich, die würden im gleichen Medium schwimmen, was natürlich in der Natur überhaupt nicht geht. Der Compact Lampholder ist ein neues Produkt der Messe, was wir vorstellen. Es ist ja immer relativ hässlich, wenn man im Terrarium auf die Beleuchtung guckt. Und deshalb haben wir uns was Neues einfallen lassen. Wenn man nämlich auf diesen Compact Lampholder von der Vorderseite guckt und das Ganze dann mit einem Kork beklebt hat, was der Rückwand entspricht, dann fällt das Ganze optisch im Terrarium überhaupt nicht mehr auf. Der weitere Vorteil des Produktes ist, man kann es vertikal positionieren, indem man es hier oben festmacht. Dann haben wir 2 Bohrungen auf der Seite. Und man kann genauso, je nachdem, was für ein Leuchtmittel drin ist, eine horizontale Montage machen. Und hat dann entweder 1 oder 2 Seiten verkleidet, dass alles optisch verschwindet. Die Hobbyterraristik ist seit 10 Jahren stetig auf Wachstumskurs. Ein deutlicher Hinweis auf die Auswahl und Qualität der Produkte. Alles für Aquarianer, heißt es bei Hobby-Aquaristik. Und das schon seit über 60 Jahren. Die Traditionsmarke von Dose wurde immer wieder durch neue Produkte und Entwicklungen vorangetrieben. Im Jahr 2003 wurde Dupler Aquaristik übernommen. Anfangs beschränkte man sich bei Dose auf den Vertrieb der bewährten Dupler-Produkte. Inzwischen gibt es viele innovative Eigenentwicklungen für einen anspruchsvollen Markt. Dupler Marine wurde 2008 ins Leben gerufen. Das Vollsortiment für Seewasser-Aquarianer lässt keine Wünsche offen. Alle 4 Marken können sich unter dem Dach eines starken Partners entwickeln. Der Dose Aquaristik KG.